Genau, wir befinden uns diesmal nicht auf der Nostromo, sondern auf der Sevastopol. Das ist, glaube ich, ein bisschen laut, ne? Ein bisschen laut. Ich mache mal einen Tacken leiser. Sega! Ja, so, von wann ist das Spiel? 2014 sogar. Also haben wir das, ist das schon 5 Jahre alt? Wer hätte es gedacht? Na gut. Macht ja nichts. Ich drücke auf jeden Fall mal X, um zu starten. Mich im Weg? Nein. So, muss ich noch irgendwas einstellen? Ich habe nicht vorher nachgeschaut. Steuerung, Controller, Zielhilfe machen wir auf jeden Fall an. Vibration auf jeden Fall auch. Und hier gibt es einen Punkt, der ist besonders interessant, nenne ich ihn jetzt mal. Ich habe ihn angemacht. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Auswirkungen hat. Wir werden es sehen. Weil ich habe an meiner Playsee eine PlayStation-Kamera angeschlossen für VR. Diese wiederum hat Mikrofon. Und dieses Mikrofon wird von diesem Spiel aufgegriffen. Und das heißt, wenn man sich irgendwie erschrecken sollte oder irgendwie sowas oder hier laute Geräusche passieren, hier und so, dann kann es Auswirkungen auf das Spiel haben. Ich hoffe mal nicht, dass es das irgendwie passiert. Ja, darfst du nicht laut pupsen, sonst findet sich das Aim ganz genau. So ist es nämlich. Ja, und ich bin sehr gespannt. So, ich gucke gerade nochmal fix hier alles durch. Ich war aber der Meinung, dass ich eigentlich alles eingestellt habe. Wir machen mal anstelle von Surround, machen wir mal Lautsprecher. So. Weil ich habe hier keinen Surround. Das ist nur Stereo. Okay. Und wir starten ein neues Spiel. Wir starten. So, Head-Tracking brauche ich nicht, weil ich, wie gesagt, die Kamera dafür nicht benutzen kann. Aber wir benutzen die Geräuscherfassung. Gehen deine Subtonation-Geräusche über Lautsprecher? Ich glaube, das würde übersteuern, beziehungsweise würde sich das. Ja. Das wäre eine Idee. Aber nein, sie gehen leider nicht über Lautsprecher, weil die Lautsprecher habe ich aus. So, okay, Geräuscherfassung machen wir an. Da muss ich nämlich aufpassen, dass ich nicht zu viel quatsche. Teilweise. Und wir werden es. Oh. Wir werden es definitiv nicht auf Anfänger und auch nicht auf leicht spielen. Wir werden es aber auch ganz bestimmt nicht auf Albtraum oder auf schwer spielen. Wir machen das einfach gemütlich. Wir machen Mittel. Wie im echten Leben. Ja, es ist. Das echte Leben ist manchmal schon ein Albtraum. Ne? Ich meine, ich könnte Albtraum machen, dann müsste ich den Death Counter aber wieder anmachen. Will ich das? Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ihr wollt mich hier nicht verzweifeln sehen. Ich bin am Freitag schon genug verzweifelt. Damit du die Angst spüren kannst. Also bis auf schwer würde ich noch mitgehen. Dann müsst ihr aber einen Death Counter anmachen. Dann gebt mir noch mal einen kleinen Moment. Ich mach's auf schwer. Ich mach's auf schwer, aber alles andere lassen wir bleiben. So, wo ist der Chatbot? Da ist der Bot. Ansonsten haben wir den Death Counter ja für umsonst, ne? Und dann müsste ich den mal noch fix einblenden. Ja, nicht wundern, der ist gerade noch falsch. Der ist noch bei 71 von Max Payne. Ich stelle das gleich um. Wenn er dieser Chatbot mal angehen würde, er braucht immer ein Stück. Er ist nicht der Jüngste. ja, gut, ihr habt mich dazu überredet. Es tut mir leid und wenn es irgendwie, wenn es dann zu doof wird, dann, ja, halt, stopp. Null. Und Start. Ändert er das jetzt? Null. Okay, wir haben null Tode. Scheiße. Oh Gott, auf was lasse ich mich hier ein? Ich kann nicht mehr reden. Oh. Okay, wir machen es einfach. Wir probieren es einfach und wir gucken, wie weit wir kommen. Wenn wir nicht weit kommen, dann haben wir halt natürlich die Arschkarte. Schwer. Ein neues Spiel starten. Ja, ich möchte ein neues Spiel starten. Ich mache das ein bisschen heller. Du wurdest geerregt. Ja, kann sein. Ich hoffe, man sieht das bei euch so halbwegs. Mach mal so. Weil es soll ja gerade nur sichtbar sein. Er versucht es aber schwer gegen eine dazulernende KI. Ja. Ja.
Ich habe es das letzte Mal auf normal gespielt, also auf Mittel. Das Richten der Waffe auf Personen gilt als aggressiver Akt. Konfrontationen gehören dazu. Das Zusammenbasteln von Gegenständen ist überlebenswichtig. Suchen Sie sich dafür ein ruhiges, dunkles Plätzchen. Hallo? Und da geht es auch schon los. Ich hoffe, die Kamera ist nicht im Weg fürs Spiel. Wir werden sehen. Sega presents in association with 20th Century Fox. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash und Captain Dallas sind tot. Oh mein Gott! Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Alien Isolation. Pam pam pam. Ja, und wir, wie gesagt, spielen nicht auf der Nostromo, sondern auf der Sevastopol. Das weiß ich noch. Mehr weiß ich aber auch nicht. Ripley? Ich bin Samuels. Ich arbeite Grüße. Für die Firma. Interessiert mich nicht. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Station. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrance anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Kann sein. War damals so ein bisschen, ich sag mal, revolutionär, dass man so diese Schweißperlen im Gesicht gesehen hat. Glaube ich, hatte nur wenige vorher gemacht, sowas. Sah auch sehr gut aus zu dem Zeitpunkt. Wie gesagt, wir reden über ein 5 Jahre altes Spiel. Bin ich denn hier? Bin ja nackt. Halb. Please sign in. Bitte einloggen. Oh, anmelden. Schönen guten Tag. Ah, Ripley. Okay, wir sind Amanda Ripley offensichtlich. Und das ist ja die Tochter von, wie hieß sie denn eigentlich nochmal? Wie hieß die Mutter nochmal? Ich weiß nicht, man kennt sie nur als Ripley. Wie hieß sie? Ach, ist auch egal. Ziehen Sie sich an.
Okay, ich zieh mich an. Ich guck mich aber erstmal um. Hier liegen Kippen. Hier hat jemand geraucht. Nicht gut. Okay. Ja, hier erwacht alles zum Leben. Schönen guten Tag. Was gibt's hier? Personal Storage. Okay, wir sind schon mal richtig. Ich denke mal, hier kommen wir zu den, genau, zu den Umkleidekabinen, beziehungsweise zur, ja, Besatzungs-Crew, Cruise Quarter, wie man so schön sagt. Hier müssen wir hin. Personal Storage. Ripley. Das sieht gut aus. Auf und an. So. Einmal Klamotzkis übergezogen. Was gibt's hier Schönes? Ripley. Signed in. Aus. An. Ellen. Ah, Ellen Ripley. Genau. Danke. Ich wusste das, wie gesagt, leider nicht mehr. Ich habe auch sträflicherweise bisher nur den ersten Alien-Film gesehen. Ich habe die anderen da, aber ich bin irgendwie nie dazu gekommen. Ich sollte das mal nachholen. Ich habe alle da. Hier können wir auf jeden Fall erstmal das Spiel speichern. Das machen wir mal direkt. 2 Sekunden im Spiel und schon speichern. Wir spielen es auch schwer und da muss man jeden Checkpoint mitnehmen. Ich weiß nicht, was jetzt als nächstes kommt. Was ist das hier? Suche. Oh, Schrott. Alles aufnehmen. Schrott und Sensor. Es gibt hier offenbar Crafting. Da kann ich mich erst recht nicht mehr dran erinnern. Crafting, okay. Was ist das hier? Auf Terminal zugreifen. Hallo. LM-Link. Oh, viel Text. Ah, okay, knapp verpasst. Verlaine, suchen Sie nach einem Navigationsoffizier? Ein Freund von mir hat gerade sein Schiff verloren und sucht Arbeit. Ich kann für ihn bürgen. Seine Papiere sind in Ordnung. Es ist die alte Geschichte. Die Megacorp haben ihn unterboten und ihn alle Kunden weggeschnappt. Die kleinen Firmen kommen immer schwer an Verträge und überlegen selber aufzuhören, solange sie noch was zu verkaufen haben. Sie selbst scheinen ganz gut dabei zu sein. Als ich bei den Docks vorbeischaute, hieß es, sie wären gerade abgeflogen. Zur Sevastopol. So ein Drecksloch. Naja, wie ich höre, bezahlten Wayland Yutani ordentlich. Viel Glück jedenfalls, wenn man sie nicht schon schlagen kann. Was? Wir müssen uns treffen, wenn sie zurück sind. Blaine. Okay. Gut, 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 gut. Was piept denn hier so? Ist das die Apparatur? Wahrscheinlich. Hier oben gibt es wieder noch Zeug zum Mitnehmen. Ihr kennt das Problem, wenn man irgendwie so ein Spiel hat, wo man Zeug zum Craften mitnehmen soll, dann nimmt man das natürlich auch alles mit, ne? Ansonsten macht das ja das Crafting nicht viel Sinn. Ich glaube, die Toilette ist außer Betrieb. Oder sie ist einfach nur nass. Hat hier jemand daneben gepinkelt. Ekelhaft. Achso. Ich dachte, es wäre ein Aufzug. Das ist ein ziemlich nasser Aufzug. Gut. Ja, so viel dazu. Was piept denn hier nur? Schrecklich. Oh. Okay, schönen guten Tag. Vorwerk, ich möchte Ihnen einen Staubsauger verkaufen. Hätten Sie Interesse? Das ist ein Aufzug aus Minecraft. Muss hochschwimmen. Ja, das kann sein. Okay. Ah, hier ist jemand. Guten Tag. Hi. Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen. Okay, sprechen Sie mit Samuels. Das Ziel haben wir gerade abgeschlossen. Und jetzt sollen wir wahrscheinlich mit Taylor sprechen. Denke ich mal. War das gerade? Okay. Gibt's hier irgendwie... Ah ja. Mal gucken. Was haben wir denn... Das war der Text, den wir gefunden haben. Und hier... Also offenbar haben wir gerade keine Aufgabe. Erkunden Sie die Torrens. Ah, okay. Wir sollen die Torrens erkunden und jetzt müssen wir zur Kombüse und mit Taylor sprechen. Na gut, dann machen wir das mal. Aber vorher gucke ich mich hier nochmal ein klein wenig um. Okay. Was ich auf jeden Fall weiß, das weiß ich noch von damals aus diversen Videos, meine ich. Moment.
Interessant. Gut. Ja. Was ich von damals auf jeden Fall noch weiß, dass man diese gesamte Einrichtung hier den Alien-Filmen sehr, sehr stark nachempfunden hat. Also man hat sie sich zum Vorbild genommen und logischerweise auch nachgebaut. Ansonsten würde das, macht ja keinen Sinn, wenn man ein Alien-Spiel macht und man macht das komplett anders. Zum Beispiel hier diese komischen Wände und sowas, die sahen meines Erachtens genauso aus wie in den Filmen. Kann ich irgendwie rennen? Nee. Ah ja. Hallo. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Ich hör mich mit der Die Rede. Meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Okay, Ziel abgeschlossen, sprechen Sie mit Taylor. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder zu Samuels. Alle Angestellten zur Brücke. Annäherung an Sebastopol. Jetzt sind wir dran. Okay. Wir geben Sie sich für die Einsatzbesprechung zur Brücke. Okay, ich nehme erstmal den Kram hier mit. Ihr wisst ja, ist ja eben schon mal gesagt. Schrott nimmt man ganz gerne mit. Weiß zwar noch nicht, wie das mit den Crafting geht. Was ist das hier? Noch ein Terminal? Mal gucken, was da drin steht. Oh. Noch mehr Text. Ja, wer hätte es gedacht, ne? An N. Taylor. AW Nostromo-Vorfall. Weyland Yutani-Datei irgendwas. Hey Taylor, ich habe Ihren Auftrag erhalten, Ihren Antrag erhalten. Es könnte eine Weile dauern, die Daten auszugraben. Und der Vorfall war vor meiner Zeit bei der Firma. Bei den Details bin ich mir noch nicht sicher. Im Jahr 2122 ging der Frachter USCSS Nostromo von Weyland Yutani verloren. Keine Spur von Frachter und Besatzung. Mit Ausnahme eines neuen Wissenschaftsoffiziers hatten alle 7 Crewmitglieder bereits zusammen dort gedient. Dallas, Captain Ash, wissenschaftlicher Offizier, Kane, erster Offizier, Ripley, dritter Offizier, Lambert, Navigationsoffizier, Parker, Chefingenieur, Brett, Techniker. Weyland Yutani hat dadurch ein Stange Geld verloren. Es gilt als Schandfleck in der Firmengeschichte. Ich habe den Eindruck, die haben es nicht gern, wenn man davon spricht. Ich versuche, die Daten später zu finden und ein paar Punkte zu klären. Wenn Sie wollen, kann ich sie mit Ihnen zusammen durchgehen. Vielleicht färbt etwas von Ihrem Glück auf mich ab. Wie ich hörte, haben die hohen Tiere Großes mit Ihnen vor. Saul. Okay. Und freigeben? Passagierliste der Torrance. Name MSV 7760 Torrance. Raumschiff der Klasse M. Captain Villain Diane. Navigator, Kommunikationsoffizier Connor William. Besitzer Villain Diane. Vertragsfirma Weyland Yutani. Hin- und Rücktransport der Weyland Yutani Bergungsteams zur Sevastopol-Station. Das Team besteht aus 3 Mitarbeitern von Weyland Yutani. Samuels C. Ripley A. und Taylor N. Passagiere: Samuels, Christopher, Ripley, Amanda. Taylor, Nina. Anzahl der Decks: 2. Besatzungsmitglieder: 2. Interstellare Kommunikationsantenne, Fernstrecken, Hyperschlafkammer, Abschlepper zur gewerblichen Passagier, Frachtschiff umgerüstet und verfügt über intakte, schwere Schlepperbrücke. Okay. Was ist das hier? Keine Ahnung. Hier blubbert irgendwas. Ist das hier? Man weiß es nicht. Irgendwas blubbert hier. Okay, gehen wir einfach mal weiter. So, Tür auf. Guten Tag. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrance in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an?
Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Connor, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Okay, sammeln Sie Ihre Einsatzdokumente ein. Machen wir. Ich sammle meine Einsatzdokumente. Wo auch immer die jetzt... Da liegen sie. Einsatzdokumente abholen. Okay, haben wir gemacht. Ah ja, das ist die Sevastopol. Ein riesen Okulit. Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Das erkennt man auf dem Bild. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hallo Marshall? Glaube ich kaputt. Marshall? Torrance hier, bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrance für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Hier bin ich. Gute Landung. Dann gibt's Ärger. Na gut, dann gehen wir mal rüber. Was sind das für Riesenanzüge, ne? Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Okay. Das geht ja schon mal gut los. Druckablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Put. Taylor Ripley, Moment! Wow. Au. Das tat, glaube ich, weh. Je mehr Sie sammeln und bauen, umso mehr Optionen stehen Ihnen in schwierigen Situationen zur Verfügung. Das Transitsystem ist der schnellste Weg, sich zwischen den 3 Haupttürmen der Sevastopols zu bewegen. Das ist cool, mit diesen Filtern, den Sie da draufgelegt haben, wirkt das halt wirklich wie damals aus den Filmen, ne? Echt cool. Oh, jetzt habe ich den letzten Tipp nicht gelesen. Na, macht nichts. Wir werden es schon herausfinden, was da stand. Früher oder später. Okay. Da sind wir nun. Hi. Suchen Sie Hilfe. Umziehen.
So, erstmal diese dicke Kluft loswerden, damit wir ein bisschen mehr sehen, damit unser Sichtfeld nicht mehr so eingeschränkt ist. Okay, da haben wir jetzt diesen Anzug und jetzt sind wir vollkommen auf uns allein gestellt. Hör auf. An Registrierungspunkten können Sie manuell speichern. Sie werden von Feinden in der Nähe gewarnt. Okay. Ah, was ist das? Ethanol. Speichern mal. Es kann ja nicht schaden, dies zu tun. Natürlich. Okay. Gut, das haben wir. Ich schaue direkt einfach mal auf die Karte. Wir haben nichts, was wir für unsere Karte haben und wir sollen einfach nur nach Hilfe suchen. Okay, schauen wir uns doch mal ein wenig um. Oh. Hallo? Jemand ein Würstchen zum Grillen mit? Das wäre jetzt was. Okay. Ja, nun. Wir spielen dann mal mit so ein paar Jumpscares. Ist vollkommen okay. Kann ich vollkommen mit umgehen. Warte mal, hier war ich doch gerade erst. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Na toll. Dann renne ich einfach nochmal dahinter. Dann muss ich vielleicht doch irgendwo da lang. Ach, hier ist so eine Luke. Da. Habe ich nicht gesehen. Klettern wir mal eben rein. So. Jetzt sind wir da drin. Ich glaube, der Kahn fällt bald auseinander. Es fehlt nicht mehr viel. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Was ist da? Okay. So, da ist die Employee Launch. Employees Only. Spaceflight Control. Employee Launch kommen wir nicht rein, die ist zugestellt. Ah, hier ist Schrott. Gibt's hier noch irgendwas Leckeres zum Mitnehmen? Nö? Schade. Auf jeden Fall gibt's hier wieder Terminals. Und ich darf wieder vorlesen. Ordner ist fehlerhaft. Den können wir nicht öffnen. Okay, schade. So, Stilllegung an Maschinenraum. AW Stilllegung. Also Jungs und Mädels, Sie haben sicher schon Gerüchte über Sevastopol gehört. Jetzt ist die Sache offiziell. Sevastopol wird stillgelegt. Ich werde mit jedem Einzelnen über den jeweiligen Vertrag und neue Positionierung sprechen, aber bis dahin haben wir einen Job zu erledigen. Die Schlipsträger wollen das mit einer Minimalbesetzung machen, es werden also nur ein paar Leute von außerhalb kommen und wir werden Überstunden schieben. Nehmen Sie, was Sie können, solange es etwas gibt. Ich weise darauf hin, dass die Stilllegung keine Selbstbedienung bedeutet. Es wird über alles Buch geführt und wer lange Finger bekommt, den eskortiere ich persönlich zur Marshall Waits, der Chief. Und noch ein fehlerhafter Ordner. Das ist okay, dann muss ich da nichts vorlesen. So, okay. Ich will nur mal gucken, ob die Spaceflight Control aufgeht. Nein, die ist zu. Okay. Dann, gehen wir mal hier. Au! 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 Aha! Oh, wer macht denn sowas? Das tat weh. Ich hab gerade richtig gesehen, dass sie so eine Casio-Uhr um hat. Das sah zumindest gerade so aus. Sehe ich meinen Flucht noch mal. Körper? Ja, meinen Körper sehe ich. Es ist ziemlich dunkel hier drinnen. Und das war ganz schön. Wo kam ich denn jetzt eigentlich her? Kam ich von oben? Wo kam ich her? Ich glaube, ich bin von da runter gepurzelt. Naja, egal.
Hier ist ganz schön eng. Muss mal einen Kopf einziehen. Ist das? Oh, ich bin ein Gepäckstück. Oh, oh. Someone knew. Also irgendjemand weiß. You always know Working Joe. Was? You always know Working Joe? Okay, von mir aus. Keep moving. Also nicht stehen bleiben oder immer in Bewegung bleiben. Hier ist nochmal Spott. Nehme ich mit. Hallo? Unten wer? Okay, klettern wir mal hier hoch. Ist das eine Casio-Uhr? Sieht so aus, ne? Aber wahrscheinlich nicht. Oh, was ist denn das für ein fieses Quietschen? Ah! Aus! Kackradio. Das hat nämlich ganz schön fies gequietscht. Okay, da ist nichts weiter. Tür auf. Hallo? Hallo? Ist da wer? Das Piepsen. War das hier irgendwie? Nein. Das Piepsen bedeutet eigentlich meistens, wenn irgendwie ein Gegner in der Nähe ist, soweit ich das weiß, ne? War das nicht irgendwie so? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. A few. Is life for rent. Das Leben ist nur geliehen. Durch Nutzung dieser Terminals wird die Karte im unerforschten Gebiet aktualisiert. Touchpad-Taste zum Öffnen der Karte. Okay. Aber durch welche Karte? Durch welches Terminal? Dieses hier. Hallo? Und an damit. Und nochmal. So. Okay, wir haben den Generator wieder angemacht. Da hat gerade was irgendwas ist da gerade geklettert oder gekrochen oder was auch immer. Auf Terminal zugreifen. Sevastolink. Ach du meine Güte. Unsere Sachen umgelagert. Langley, falls Sie unsere Sachen suchen, ich habe sie woanders hingebracht. Sie haben alles offen liegen gelassen. Da hätte sich jeder bedienen können. Wissen Sie, wie schwer es war, überhaupt an das Zeug zu kommen? Ich habe alles in einem Lager, in einem der Lagerräume versteckt. Sie sollten es finden können. Der Code ist 0340. Merkt euch den bitte mal. Ich weiß nicht, ob wir den brauchen. 0340, schreibt mal bitte in den Chat. Keine Panik, niemand geht mir mehr runter zum Terminal. Nicht nach dem Vorfall. Wir haben außerdem keine Medizin mehr und das Wasser wird knapp. Holen Sie Nachschub. Sie sind an der Reihe. Vielleicht lernen Sie dann in Zukunft besser aufzupassen. Ja, na. Dankeschön. Auf Wiedersehen von Siegsam. Öffentlicher Hinweis, die Stilllegung der Sevastopol. Wir hatten eine lange gemeinsame Reise, aber leider ist sie jetzt zu Ende. Siegsen Corporation möchte bei dieser Gelegenheit all jenen danken, die im Lauf der Jahre auf Sevastopol gearbeitet und gelebt haben und hofft, dass Siegsen dazu beigetragen hat, die Station zu einem besseren Ort zu machen. Unser Vertrauen und unsere Investitionen in die Station schwankten nie. Sie können sich darauf verlassen, dass Siegsen Apollo Haupt-KI und Hiwi-Androiden Sevastopol dienen werden, bis auf die letzte Niete entfernt wurde. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft, denn schließlich ist Sevastopol nicht nur eine Station. Wir sind Menschen. Siegsen Corporation. Okay, dann haben wir noch ein Audio. Harris, Turner, kommen Sie sofort zurück. Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab. Schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte. Die müssen wasserdicht sein. Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Wait, Ende. Hm?
Und Energieknotenpunkt D13 Abflug. Stellen Sie den Strom zum Abflug wieder her. Okay. Okay. Da sind gerade ein paar Leute gewesen. Also gibt es hier doch offenbar Überlebende. Und dieses Ding piepst hier schon wieder und sagt mir, ich soll speichern. Dann machen wir das doch mal. Ja. Okay. Gut, gut. Jetzt ist hier die Frage, wie soll ich hier lang? Nö. Ich gucke erstmal nach hier unten. Da, wo die Leute gerade waren. Ging aber fix. Sehen Sie ein maßstabsgetreues Modell der Station, das von der Seekson Corporation als Erinnerung an die Eröffnung und den Beginn einer aufregenden neuen Ära im Weltraumhandel gestiftet wurde. Lassen Sie sich auf einen Rundgang mitnehmen. Wir haben gerade mal 10 Jahre an dem Ding gebaut. Was? Das ging fix. Wo haben wir hier irgendwas drin? Jawohl, nehmen wir alles mit. Gelöt kann man immer gebrauchen. Da drüben liegt auch nochmal gelöt. So, die sind jetzt hier durchgelaufen und haben uns einfach mal alleine gelassen. Das ist nicht in Ordnung, aber können wir jetzt nicht ändern. Na gut, dann müssen wir wohl oder übel oben zu diesem Checkpoint. Was ist das hier? Unaufgeräumt. Naja, passiert. Gut, 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 gut. Dann gehen wir mal Tür auf, hier rein. Hallo. Was passiert hier? Warum ist das so laut? Fällt der Kahn auseinander? Sagt mir bitte Bescheid, bevor er auseinanderfällt. Wäre nicht sehr ratsam, hier zu sein. Was ist hier passiert? Das ist eine sehr gute Frage. Es wäre auf jeden Fall nicht ratsam, hier zu sein, wenn dieser Kasten auseinanderfällt. Deswegen sollten wir uns tunlichst von hier wegbewegen. Krass hier, kann man da rausgucken. Die ganze Zeit dieses Klopfen auf dem Ohr. Hallo? Die Tür ist offenbar verschlossen. Die Geräuschkulisse ist Hammer. Kann man nicht anders sagen. Ja, fix hier hoch. Okay. Was ist das? Die Torres. Was machst du? Ich bin hier. Hier drüben. Verlaine. Kontaktieren Sie die Torrents. Hey! Lass offen! Verdammt! Offenbar will jemand nicht, dass wir darüber kommen. Wieder? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Es ist ziemlich dunkel hier drin. Oh, und laut. Aber so muss das. Okay, ich renne mal wieder hier runter. In der Hoffnung, hier irgendwo weiterzukommen. Kommen wir auch nicht rein. Auch dicht. Fühl mich alles im Arsch. Peck. Hier könnten wir weiter. Will aber erst nochmal gucken, ob ich hier nicht nochmal irgendwo. Nee, hier kommen wir auch nicht. Hier ist wieder mal so eine. Naja, nennen wir es mal eine Alpha-Wand. Da hinten wäre es eh nicht weitergegangen. Okay. Also müssen wir da lang. Credop Amusements. Okay, wahrscheinlich sowas wie Kino oder
laut. Ach nee, das hier ist ein, wie nennt sich das, Air-Hockey, ne? Auf jeden Fall wieder was piept. Naja, ein Generator. Machen wir an. Na geh doch an, du. Dass man den immer spitten muss. So. Okay. Wir haben auf jeden Fall schon mal wieder Strom. Channel Search. Der sucht nach einer Frequenz. Das Schöne an dem Ganzen ist ja, also das ganze Alien-Setting, das spielt zwar in der Zukunft, aber es ist halt eben wie aus den 80ern halt. Du hast halt überall Röhrenfernseher, analoge Terminals und sowas halt eben, ne? Und das ist ziemlich cool, weil es halt eben dadurch so ein bisschen, ich sag mal, altbacken wirkt. Hallo? Da waren Lämpchen neben dem Schalter beim großen Geräten. Ist das durchaus normal, dass man ein paar Schalter mal betätigen muss, damit das läuft. Genau. Das ist richtig. Und das ist halt eben sehr schön gemacht. Ne? Hab ich jetzt irgendwas vergessen? Oder meinst du... Achso, meinst du es hier jetzt, ne? Bei dem Schalter wahrscheinlich. Ja, das sind so Lämpchen, dass man das halt sieht. Dass da was passiert. Und das ist ziemlich cool. Also ich mag dieses Setting überhaupt. Das ist halt alles so ein bisschen... Ja, es wirkt halt so... Nee, alles andere als modern halt, ne? Ist die Tür zugegangen? Nein. Hier ist eine Tür zugegangen. Hier liegt auf jeden Fall was zu essen, wie es aussah. Oder eine Tube mit irgendwas. Ich hätte mal gucken sollen, was es ist. Hier piept schon wieder der Speicherpunkt. Jetzt die Lampe bewegt. Waffe. Was ist das? Tonband. Heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Und allein, dass hier ein Tonbandgerät halt rumsteht, ne? Wie cool ist das denn bitte? Also ich meine, klar, heutzutage kennt keine Sau mehr ein Tonbandgerät. Halt so, ne? Privat, den Stecker ziehen. Zoe, es tut mir leid, aber Sie müssen nächste Woche nicht kommen. Wie Sie wissen, steckt der Laden seit einiger Zeit schon in Schwierigkeiten und ich konnte die Schuldner nicht mehr länger hinhalten. Niemand kommt mehr nach Sevastopol. Wir sind nicht alleine. Scheinbar schreibt die ganze Station rote Zahlen und jetzt wird uns der Hahn zugedreht. Ich verkaufe alles zum Spottpreis. Einer der Ingenieure sagt, man würde es bald offiziell verkünden. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie sich hier nicht einen anderen Job erhoffen. Sevastopol ist am Ende. Harper. Huch. Halt, ich wollte den anderen noch lesen. Los, 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 los. An alle Mitarbeiter. An alle Mitarbeiter des Raumfahrtterminals. Im Interesse der öffentlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Panik müssen mögliche Passagiere darauf hingewiesen werden, dass sämtliche Abflüge von Sevastopol gestrichen wurden. Die Colonial Marshals untersuchen Probleme auf der Station und werden alle auf dem Laufenden halten. Aus dem Büro von Marshall Waits. Was ist Apollo? Was ist Apollo? Apollo ist die zentrale KI, die Sieksen Hiwi-Androiden auf Sevastopol überwacht und ihnen beratend beisteht. Außerdem überwacht sie die stationsweite Kommunikation. Wo immer sie auch sind, sie sind in guten Händen. Sieksen, morgen gemeinsam. Okay. Wie speichern? So. Piep. Ich mag das. Das alles so, ja, so analog halt eben ist, ne? Ich meine, selbst hier beim Speichern hat man so drei Lämpchen daneben, die einem anzeigen, hey, da passiert irgendwie was. Finde ich cool gemacht. Hat was. Okay, gehen wir mal wieder nach draußen. Haha, hallo? Hier, die Tür jetzt offen.
Nö. Die bleibt weiterhin verschlossen. Ist die hier hinten offen? Nee. Ich sehe es nicht. Nee, die ist auch noch rot. Gut, dann müsste irgendwo anders eine Tür offen sein jetzt. Ich bin in diese Stufen hin. Für nach oben. Nach oben, nicht nach oben. Hier. Hier kommen wir nicht durch. Hier hängt lauter Gelöt rum. Hier vielleicht. Nee. Da hinten. Attacke. Hallo Dirk. So, wo muss ich denn jetzt hin? Rein? Ne, hier ist auch dicht. Probieren wir es mal hier drüben. Ist jetzt hier offen? Auch verschlossen immer noch. Schade, schade, Tomate. Ja nun. Wieder zurück. Ich laufe einfach mal in die Richtung. Mal gucken. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Oder die Tür geht eventuell noch auf. Wenn man nur freundlich zu ist. Ionenschneider benötigt. Ah ja, wir brauchen einen Ionenschneider. Ich habe gerade erst angefangen, richtig. Aber wir spielen auf schwer. Ja. So, wo muss ich denn jetzt hin? Abflug. Hier hinten. Fallschleuse. Kontaktieren Sie die Torrents. Die Torrents sucht nach Ihnen. Finden Sie einen Weg, sich von der Station aus auf die Torrents in Verbindung zu setzen. Ja. Na gut. Ich habe... Ah. Wo kommt denn das Ding auf einmal her? Was ist das? Ich guck gerade alle Tasten durch. Ich wusste jetzt gerade nicht, wo kam diese Fackel auf einmal her? Hast keine Ahnung von dem Spiel. Macht nix. Es ist ein bisschen horrorig, sag ich mal. Weil man sich immer vor dem Alien so ein bisschen in Acht nehmen muss, verstecken muss. Hat er jetzt noch mal droht zurück. Wie gesagt, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich hier richtig bin. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt hier irgendwo eventuell eine Tür aufgegangen ist. Die Lampen, die da angegangen sind. Gucken wir mal. Hier ist zu. Da ist zu. Okay. Ich weiß jetzt nicht, aus welcher bin ich denn gekommen. Baggage. Hier sind wir hergekommen. Ich glaube nicht, dass wir wieder zurück müssen. Okay, dann habe ich da oben vielleicht irgendwas übersehen. Dann renne ich wieder nach da oben. Auf. Ich weiß gar nicht, ob ich hier einfach so durchlaufen kann. Offenbar nicht. Autsch. Man muss ja alles mal ausprobieren. Okay. Gut, ja nun. Ich brauche jetzt diesen Ionenschneider. Ich habe den bestimmt irgendwo jetzt vergessen mitzunehmen. Ich gucke mir jetzt hier nochmal nach da hinten. Hier geht's auf jeden Fall nicht lang, ne? Nee. Hier hinten ist zwar die Tür grün, das heißt, man könnte durchlaufen, aber wir kommen nicht hin. Hier unten liegt noch was. Was ist das? Ein Sensor. Okay. Hier ist nix. Da ist nix. Die Ionenschneider habe ich nicht, dafür aber eine Tropfenschere. Was ist denn eine Tropfenschere? Das klingt unanständig. So ein Ding, was man an einen Tropf dran macht, oder was? Ich habe hier bestimmt irgendwo was übersehen. Oder? Ach, hier die Luke. Ja, die Luke hatte ich schon wieder vergessen. Entschuldigung. So. Ist ziemlich dunkel. Da lang. Ach, diese Soundkulisse. Hammer. Ja, ist ja gut.
Meine Güte. Schacht öffnen. Machen wir den Schacht auf. Tropfen haben immer eine gewisse Größe, kann es aber nicht so viel sein. Darum schneidet man die dann halt mit einer Tropfenschere in Hälften oder Drittel. Okay. Ja gut, wieder was gelernt. Glaube ich. Lag da was? Nee. War nur ein Koffer, der... Also man kann hier ja im Prinzip... fällt alles auseinander. Ja, man kann im Prinzip nur das öffnen, wo auch irgendwie eine grüne Lampe dran ist. Praktisch. Dann sieht man wenigstens, wo man dran rumgrapschen kann. Das gibt's nicht wirklich. Es hätte ja sein können, dass es das wirklich gibt. Ich meine, ich kenne mich doch bei deinen Fachgelöten nicht aus. Du hast mich wieder verarscht. Ja, hat er mich wieder dran gekriegt. War ja klar. Und es hätte ja auch sein können, dass das diese Schere ist, die man an dem Tropf dran macht. Weißt du? Dass die so heißt. Also Geräuschkulisse ist mega. Habe ich eben schon mal, glaube ich, erwähnt. Muss ich aber trotzdem nochmal sagen. Ich finde die krass. Also echt Hammer. Achso, du fandest das Wort Ionenschneider vom Wort her genauso sinnvoll wie Tropfenschere. Ionenschneiden wird schwer. Ja, der schneidet mit Ionen wahrscheinlich. Das ist so eine Art Schweißbrenner. Deswegen heißt der wahrscheinlich so. Okay. Hallo? Laufen Sie doch nicht weg, mein Herr. Oder meine Dame. Werte Person. Herr Divers. Herr Divers klingt auch falsch. Ja nun. Verschaffen wir uns mal einen Überblick. Schönen guten Tag. Ist da wer? Scheinbar nicht. Was ist das? Sinnvolle Anzeigen. Naja. Tür ist dicht. Auch nichts weiter. Na gut. Bin gerade über Leichensäcke gestolpert. Ja, kein Respekt vor Leichen, ist mir schon klar. Ich muss aber mal kurz hier hinter. Das da vorne muss der Ausgang sein. Gehen Sie durch das Haupttor. Wartungsheber benötigt. Wir brauchen einen Wartungsheber. Wartet alles siebt, wa? Einen Wartungsheber. Hebe mal die Wartung. Hallo? Strom wiederherstellen. Okay. Dann stellen wir mal den Strom wieder her. Wahrscheinlich da drüben. Versuche jetzt mal nicht über die Leichen zu laufen. So, hallo. Hör auf. Was? War, glaube ich, gerade eine Katze, ne? Klang gerade so. Was ist das? Strom. Machen wir mal das Knöpfchen wieder an hier. Den Generator wieder. Also. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. An damit. Und Strom. Sehr schön, sehr schön. Gut. Ja. Okay. Ich hätte gerne mal wieder irgendwas, um mich zu heilen. Weil ich ja gegen den Stromapparillo gelatscht bin, ich Depp. Hallo? Muss es irgendwo was geben? Soundkulisse, ne? Das ist der Hammer. Boah, das ist übel bedrückend. Dieses Gerumpel immer. Scheiße, ey. Hallo? Oh,
Hallo? Oh, da liegt eine Leiche. Ein Toter. Ionenschneider. Wir brauchen wieder den Ionenschneider. Hier kommen wir nicht weiter. Aus Gründen, die Tür geht nicht weiter auf. Okay. Also hier komme ich ja auch nicht weiter, weil... Plasmaschneider. Ja, versuch mal Plasmas zu schneiden. Das ist genauso sinnvoll. Hier ist es ziemlich dunkel. Muss ich nochmal so anmerken. Wo muss ich denn jetzt hin? Muss wieder zurück. Wahrscheinlich, weil ich den Strom jetzt eingeschalten habe, ne? Gehe ich mal wieder zurück. Oh, diese Geräusche! Oh! Hallo? Hallo? Arschloch! Fuck. Fuck the Marshals. Stand da gerade. Looters will pay. Okay. Nee, Junge, Junge. Zum Verstecken. Wir können uns da drin verstecken. Okay. Hallo? Oh. Irgendwas, ich hätte gerne irgendwie mal so ein Health Kit oder sowas. Das wäre gerade nicht verkehrt. Hallo? Ist hier irgendwas? Ah. Turner hier. Ich musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkopf rumschlagen. Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Er denkt wahrscheinlich, er ist sicher hier, will sich einschließen. Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Kann der Mistkerl seinen Rausch ausschlafen. Ich hab ihn einfach mal eingesperrt. Ja nun, gut. Also ich hätte jetzt gerne... Ja, dieses Hotdog zum einen. Aber zum anderen wahrscheinlich den Ionenschneider. Den Plasmaschneider. Oder aber dieses, den Bolzenschneider. Nennen wir es Bolzenschneider. Das ist wahrscheinlich sowas in der Richtung. So, einmal gesaved. Hallo. Da ist ein B. Was steht da? Waste? Keine Ahnung. Steht auf dem Kopf, kann ich nicht lesen. Will hier nicht raus. Möchte mich hier drinnen verkriechen. Ich glaube, da drinnen ist es am sichersten. Hallo? Gibt schon wieder was. Oh, Vorratskammer. Das ist gut. Vorratskammer ist sehr gut. Oder Asservatenkammer wahrscheinlich. Ja, ist eine Asservatenkammer. Hier ist jede Menge. Oh, Scheiße. Du hast das, was ich brauche. Komm ich denn zu dir, mein Lieber? Komm ich denn da rein? Hm. Mal gucken. Wir finden einen Weg. Ja. Zum Beispiel über den Wartungsgang. So, hinein. Und hoch. Möchte ich nicht an die Wände kommen. Das sieht sehr gefährlich aus. Oh, hier ist irgendwelche Sapsche auf dem Boden. Ew. Ah, hier kommen die Typen. Bevor ich das aufhebe, ich gucke mich erstmal kurz hier in dem Raum an. Aber wie es aussieht, gibt es hier rein ja nichts. Ausweiskarte. Okay, wir haben schon mal eine Ausweiskarte. Ich spiele mal das Tonband ab. Ich will eine Beschwerde erreichen.
Bei der höchsten Instanz. Mein Name ist Zachary Watson. Watson. W-A-T-S-O-N. Haben Sie verstanden? Ja. Meine Beschwerde ist das. Die scheiß Marshalls. Die sollten uns beschützen. Das ist ihr Job. Irgendwas ist hier bei uns auf der Station und keiner weiß was. Sie haben so Klammern an die Türen gemacht. Abgesperrt. Wie, so niemand rauszuhalten. Ich hab solche Angst. Solche... Scheiße. Es ist kalt. Ich glaube, das Scheißteil funktioniert nicht mal. Okay. Na gut, nehmen wir mal den Wartungsheber mit. Das ist jetzt meiner. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Ich glaube, bei ihm sind gerade irgendwelche Viecher rausgekrabbelt, wie es aussah. Wahrscheinlich... Naja, Maden werden es nicht gewesen sein. Die bewegen sich, glaube ich, nicht so schnell. Okay, kaputt. So, Tür auf. Und weg damit, mit der Sperre. So. Hallo. Okay. Die Tür ist offen und wir haben den. Und den Türöffner. Unten. So. Damit. Den werden wir noch häufiger benötigen. So. Weg damit. Tür auf. Hat sich das jetzt überhaupt auch gelohnt, hier das Ding aufzumachen? Gibt's hier irgendwas? Jo, Inventar voll. Abspielen. Folgende Person, Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Nein. Haste? Oh, Entschuldigung. Also wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Bisschen. Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Okay. So, Crafting. Wo gibt's denn jetzt hier das Crafting-Menü eigentlich? Das wollte ich mal schauen. Nee, hier nicht. Auch nicht. Crafting. Och, geht wahrscheinlich noch gar nicht. Also wir nehmen einfach erstmal alles mit, was wir finden können. Ja, und nimm's halt mit. Und machen dann irgendwann später mal was draus. Weiß nicht. Was ist das? Ich glaube, jetzt kriegen wir hier vorne die Tür auf, ne? Da war auch so eine Sperre, genau. Aber da war ja da drüben auch noch eine Sperre dran. Kennt das Prozedere? Wir spielen immerhin auf schwer. Und deswegen muss ich hier ständig speichern. Zum Glück gibt es hier keine, Schreibmaschinenbänder. So wie bei Resident Evil, dass man nur maximal so und so viel mal speichern kann. Je nachdem, wie viele Bänder man mit hat. Hallo? Okay, ich gehe nochmal fix darüber, weil da drüben war auch so eine Sperre an einer Tür. Wenn mich nicht alles täuscht. Mal auf. War das nicht hier? Da oben war, glaube ich, das, ne? Guck mal. War das hier? Da. Habe ich mir das doch richtig gemerkt. So, weg damit. Auf und rüber. So. Hinfort. Tür auf. Hallo. Was hier? Subkutane Impfpistole. Und eine Leuchtfackel. Gut, wir haben eine Leuchtfackel gefunden. Bindemittel. Hier liegt wieder dieser nackte Frauenkalender. Zeitung. Naja, gut, nicht ganz nackt. Das könnte auch, weiß ich nicht, Katalog sein. Oder irgendwie sowas. Okay. Aber ich hätte trotzdem gerne was zum Heilen. Und das für eine Taste.
hier kann man sich umgucken. Ah, gucke. Das macht er ja völlig präsig. Na gut. Tür auf. Okay, dann gehen wir mal zum Haupteingang/Ausgang. Was ist das hier? Achtkontrolle. Okay. Oh. Ganz ruhig. Das ist aber nicht nett. Okay. Okay. Und du, Schwachmat. Ey, das ist meins. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Draußen. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Entschuldung. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebiebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe. Das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Ein Killer. Tintenkiller? Axel. Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Na los, Süße. Sexton Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig. Da lauern so einige Gefahren. Okay? Ja. Verstanden. Ich weiß nicht, ob ich diesem Typ trauen soll. So. Na los, Tür. Ich will nicht lange hier rumhängen. Mach keinen Stress, Junge. Hättest das Ding ja auch mal aufmachen können. Mach dich mal nützlich, du Affe. Okay, hier ist ziemlich dunkel. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Duff Lounge. Okay, ich glaube, hier gehen wir mal nicht neugierig. Rein. Hier... Was? Ja. Bleiben Sie natürlich. Bei mir. Was? Hey, ein bisschen. Keine Bewegung. Oh, okay. Hallo. Okay, wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat Ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna? Na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da Geräusche gehört. Sehr gut. Vielen Dank. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren Sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Ah, okay. Macht Sinn. Man weiß ja nicht, was der andere für Unfug vorhat. Besonders, wenn er so einer ist wie du, ne? Bin mir nicht sicher, ob ich diesem Typen trauen kann. Ich hoffe, Ihr Schiff gibt es wirklich. Hoffe ich auch. Ihr kennt das Prozedere. Piep, piep, piep. Wir haben Speichern lieb. Läuft. Moment. Lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Von mir aus, wenn du unbedingt Bock drauf Gestatten hast. Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. So wie du. Wahrscheinlich, ja? Soll ich jetzt das Knöpfchen drücken oder machst du das jetzt? Worauf warten Sie? Ach, jetzt darf ich auf einmal. Gut. Wer bist du? Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort! Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten.
Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort. Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein, was anderes. Ein Monster. Okay. Ja, also das mit dem Haarflechten sollten wir uns echt nochmal überlegen. Ich glaube, bei dir wird es ein bisschen schwierig, mein Freund. Also, du hast Haare an Stellen, die man gerade nicht sieht. Und ich glaube, die möchte ich nicht flechten. Ew. Ekelhaft. Na gut. Huch. Kurz geruckelt. Was denn hier passiert? Hier sieht's ja aus. Verdammt! Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter. So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach einem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Ja. Bisschen. Wie geht es dir? Alles klar? Ärger! Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir. Mach ich. Banatage. Los, rein in diesen komischen Kriechgang. Darf ich auch? Hallo? Na jetzt. Das wollte gerade nicht. Freunde von Ihnen? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden. Nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich zieh sie nicht auf, Herzchen. Wenn sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen sie. Man nennt es Überleben. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Mach Sachen. Mach ich auch? Ja. So, was haben wir denn hier Sie schönes? Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Hier ist ja nix. Außer der subkutane Impfstoff ist ja hier nichts und den Schuh. Aber ich was will ich denn mich mit einem einzelnen Woche Schuh? Hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. Hallo? Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Das ist eine sehr Nehmen gute Sie Idee. Nehmen Sie genug Batterien mit. Batterien? Taschenlampe? Ah, okay, ist so ein Headlight. Cool. Das ist nicht schlecht. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Halten Sie Dreieck, um die Lampe aufzuladen. Ah, jetzt. Sind hier irgendwo Batterien? Hat doch gesagt, ich soll hier... Da. Hier lang. Eine einzelne Batterie. Warte doch mal. Mach doch mal keinen Stress, Junge. War hier erst nochmal. Warum auch nicht, ne? Ist ja mein gutes Recht, dies zu tun. Einmal saven, bitte. So. Und dann hinein. Wie benutze ich denn die jetzt, die Taschenlampe? Am Dreieck. Okay. Gehen Sie bitte aus dem Weg. Und nun? Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Okay. Finden Sie den Schachteingang. Wie wär's, wenn Sie sich umschauen? Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Ja, mach doch mal keinen Stress, Junge. Axel. A to the Axel. Hier wäre ein Eingang, wie es aussieht. Nee, das ist nur eine Lüftung. Mich hier umschauen. Ich krieg hier noch Zustände. Ja. So ein bisschen. Axel, ist es der hier? Warten Sie, ich komme ja schon. Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie? Ich habe alles unter Kontrolle. Das ist schön für dich. Das macht ganz... Los jetzt! Warum ist der so rot eingekesselt? Das ist irgendwie... Habe ich da kein gutes Gefühl. Vor allen Dingen, dass ich ihm hinterherkletter, dabei habe ich erst recht kein gutes Gefühl. Gehen Sie weiter, bitte. Na los! Es ist nicht ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. Dann geh doch.
Hä? Ich habe keine Lust, hier die ganze Zeit auf dem Arsch zu starren. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Vielleicht. Ruhe! Ich hab was gehört. Ja, schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass der sauer wird. Ich bilde mir die ganze Zeit ein, dass ich es durch die Wände hören kann. Folgen Sie mir! Okay, ich glaube, ab jetzt muss man einfach mal etwas leiser sein. Nochmal hier um. Da sind wir gekommen, ne? Aufzug. Okay. Wir müssen hier leise sein. Nicht die Taschenlampe anmachen. Nicht die Taschenlampe anmachen, hat er gerade gesagt. Okay. Huch. Wie gesagt, ich nehme jeden Checkpoint mit. Warum müssen? Halt! Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Ich glaube noch immer, dass wir mehr Vorräte brauchen. Wir sind bewaffnet. Wo immer wir das finden. Können wir nicht ankommen? Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Wie? Tür. Versuchen wir ein Ablenkungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden Sie nachsehen müssen. Sie sind kleiner als ich. Sie machen weniger Lärm. Was? Super. Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich. Was ist? Hast dich ein bisschen selbst bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey, er war die ganze Zeit bei mir. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt! Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen. Augen auf! Haltet eure Waffen bereit! Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Der ist ein einfacher Verkäufer. Ja? Glaubst du, du kannst das besser? Das meint er nicht. Ich sag ja nur, dass... Halt die Klappe! Und hilf mir, den Rest von dem Kram hier zu checken. Wenn du es schaffst, 5 Minuten lang mal die Schnauze zu halten. Mittwoch ist kein Stream. Mein Freund hat gesagt, er hätte es gesehen. Manche kommen also davon. Wenn wir es sehen, rennen wir einfach. Hier rein? Hier rein, ne? Es musste wahrscheinlich geschehen, aber... Es war deine Idee, nicht meine. Ach so. Hast du das gehört? Verschwinden Sie einfach hier. Stehen bleiben! Ich darf echt nichts sagen. Muss ganz leise sein. Beeilung! Wir haben Besuch! Ah! Oh, shit. Ich gebe auf. Was auch immer es war, ist Scheiße. Da war gerade das. Da hatten wir gerade das Problem. Wie gesagt, an der PlayStation hängt eine Kamera dran. Diese empfängt Umgebungsgeräusche. Und wenn ich hier was sage, dann fängt die das auf. Und das war gerade das Problem. Deswegen haben die Typen mich gesehen bzw. gehört. Also, wenn ich etwas leiser bin, tut mir das leid. Aber ich kann nicht die ganze Zeit reden, ansonsten werden wir die ganze Zeit gesehen. Und ich setze den F-Counter auf 1. Uah. Okay. Aktuellen Speicherstand. Laden.
Manche Türen wurden mit Verbindungsstreben verstärkt. Entfernen Sie diese, um sie zu öffnen, glaube ich. Okay, wir sind jetzt wieder hier. Leise! Halt! Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Wir hätten das da drüben nicht machen sollen. Ich weiß zwar, dass wir hungrig sind. Das fühlt sich einfach so falsch an. Wie gesagt, ich muss jetzt etwas leiser sein. Ich hoffe, man kann mich noch hören. Auch wenn ich leise rede. Hier wären wahrscheinlich ein paar auch reingekommen irgendwie. Was war das denn? Der Generator ist abgestellt. Hat sich selber ausgeschaltet? Nein, jemand ist hier. Nein. Mal nach. Kommt mit. Gute Arbeit, Ripley. Hier lang. Seien wir besser ruhig. Sie sind noch in der Nähe. Folgen Sie mir. Okay. Gut, das haben wir schon mal geschafft. Zwar beim zweiten Anlauf. Aber hier muss man halt höllisch aufpassen. Also 4 Schuss und wir sind kaputt. Da sind wir tot. Was eigentlich schon relativ viel ist. Eieieiei. Natürlich speichern. Okay, wenn das bei den Typen schon so gut klappt mit der Umgebungslautstärke, wie wird das denn aus beim Alien sein? Ich möchte es gar nicht wissen. Hallo? Wie weit noch? Fast da. Transit ist gleich da vorne. Hoffentlich ist Ihr Schiff auch noch da. Diese Geräusche. Das entspricht nicht so ganz Ihren Erwartungen, wie? Was? Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. Und wen interessiert das? Mich gerade nicht. Terminal. Hallo. Sevastolink. So, privat. Ein Auge zudrücken. S. Habe endlich das erwähnte Zeug ergattert. Der Chief wird gar nicht bemerken, dass etwas fehlt. Bei der Schließung einer Station geht immer was verloren. Machen Sie sich keine Sorgen um den Zoll. Sinclair hat seine Truppen gesagt, sie sollen 5 gerade sein lassen. Die sind wahrscheinlich sowieso zu sehr mit Faulenzen beschäftigt, als dass ihnen irgendetwas auffallen würde. Qualität hat eben ihren Preis. Bailey. Nielsen, Leonard. Sie beide haben die ersten Schicht an der Tür, also aufgepasst. Hier steckt eine Menge Arbeit drin und wir wollen keinen Einbrecher. Nur weil sie die Anweisung nicht richtig gelesen haben. Das hier ist ein Schloss nach der Zwei-Mann-Regel. Will heißen, man muss das Tor von 2 verschiedenen Konsolen aus gleichzeitig öffnen. Die meisten von uns kennen sich nicht. Das ist also die sicherste Art, dafür zu sorgen, dass alles hier sicher ist und sich niemand mit unseren Sachen heimlich aus dem Staub macht. Wechseln Sie sich während Ihrer Schicht ab und informieren Sie den jeweiligen anderen, wenn jemand von uns rein oder raus muss. Was gilt für uns und sonst niemanden? Das gilt für uns oder sonst niemand. Egal, wie sehr jemand bettelt und was für eine herzzerreißende Geschichte er erzählt. Meine vorherige Gruppe ist weich geworden. Und jetzt bin ich als einziger übrig. Vertrauen Sie niemand. Joe. Und hier haben wir noch ein Inventar. Inventar. Nichts darf ohne Absprache mit mir entfernt oder auf der Liste abgehakt werden. Aspirin 4 Stück, Konserven 32, Müsli 6, Wasser 4 Gallonen, Zahnpasta 12 Tuben, Zigaretten 3 Stangen, Toilettenpapier 26 Rollen, Klebeband 6 Rollen, Medikit 2, Milchpulver 52. Notiz, Munition neigt sich dem Ende. Zoe kann sich ein paar Medikamente schnappen, alle an dieser Person adressiert. Die werden wohl nicht mehr gebraucht. Okay. Da liegt was. Rott. Womit? Ah, da geht's. Was ist das? Ah, Bauplan für ein Medikit. Baumenü. Alles klar. Wie geht das? L1 drücken zum Bauen. Das ist falsche L1. Huch. Was?
Sensor. Ach nee, Bindemittel. Ach so, das braucht man alles für einen Medikit. Ah. Ah. Drücken zum Aktivieren. Ich wollte nicht diese scheiß Fackel anmachen. Ich wollte mich heilen, du. Was soll das? Wie heile ich mich denn jetzt? Auch wieder hier mit? Medikit. Eins. Ich möchte mich heilen. Ist das so schwer? Hä? Medikit. Ah, halten. Uah. So, okay. Weiter geht's. Los, lauf. Lauf. Möchtest du nicht? Soll ich hier noch irgendwas machen? Nein? Los, weiter. Na gut, dann gehe ich an dir vorbei, du Vogel. Ja, richtig. Um wiederherstellen. Er ist aus. Die Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Ich hab's. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und sie geht zu dir auf der anderen Seite. Okay. Ja, okay. Machen wir. Na, das kann ja eiter werden. Fertig. Pass auf, der haut eh ab, der Drecksack. Eins, zwei, drei. Axel, hinter ihm. Was? Oh. Arschloch, komm her. Ich hab den Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach bedienen. Lass mich los, verdammt. Ist noch jemand mit dir unterwegs, na? Lass den. Oh. Shit. Hauen wir ab. Die anderen sind unterwegs. Er hat's hinter sich. Wir müssen los. Jetzt. Hey, ihr Sackgesichter. Fuck. Schnell. Lauf. Lauf, 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 lauf. Scheiße. Ich glaube, er ist tot. Die haben ihn umgebracht. Nein, haben wir nicht. Der war schon tot. Yeah. Sie haben ihn getötet. Wenn er mich töten wollte, er oder ich. Hier geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Nee. Oh, was ist das für ein Gesapsche? Hören Sie da was? Ich höre was. Axel? Scheiße. Was ist das denn? Ich glaube, der Kerl ist Hackfleisch. Wir müssen weiter. Ja, ich bleib nicht hier. Ganz bestimmt nicht. Okay. Tu dir nix, wenn du mir nix tust. Das ist ein Deal. Dann mal. Rein.
Ich glaube, haben den ersten Abschnitt erfolgreich geschafft. Ja. Es ist nicht so hurorig, wie man meinen möchte. Es gibt aber trotz alledem schon mal ein paar Schrecksekunden. Und wenn es einfach nur so ein Jumpscare ist, gibt es. Was nicht schlimm ist. Das ist vollkommen okay. Finden Sie einen Aufzug zu Sieksen Communications. Okay. Probieren wir. Irgendwas mitnehmen hier? Nein, ne? Tür auf. Haltestelle für Sieksen Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. So. Ah ja. Nutzen Sie Neuverkabelung, um Systeme im umliegenden Bereich ein- oder auszuschalten. Systeme teilen sich eine begrenzte Stromversorgung. Systeme auszuschalten stellt den Strom zur Verfügung, um andere einzuschalten. Rechten Stick zum Einsehen der Karte auf der rechten Seite, auf der die Positionen von örtlichen Systemen angezeigt werden. Begeben Sie sich in neue Bereiche, starten Sie Ablenkungsmanöver und experimentieren Sie mit Sevastopols System, um Ihrem Ziel zu verhelfen. Okay, was ist das? Instabiles System. Machen wir mal aus. Nee, ist an. Lautsprechersystem. Brauche ich, glaube ich, nicht, oder? Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Bitte melden Sie jegliche Transitfehlfunktionen umgehend. Guck mal. Kann man das ausmachen? Ja? System wählen. Ist richtig? War das jetzt richtig? Keine Ahnung. Engineering Decks. Okay. Da müssen wir erstmal nicht hin. Ne, hier kann ich mich drinnen verstecken. Hier ist jetzt eine Tür aufgegangen, sehe ich gerade. Okay. Hier kann man sich auch nur verstecken. Ich guck mal in dem Raum noch ein bisschen weiter nach, ob es hier noch irgendwas gibt, was brauchbar wäre. Was ist das hier wieder? Das ist wieder so eine Neuverkabelungskonsole. Okay. Speichern. So. Okay, wir müssen Lawrence's Tech Lobby. Lawrence's Tech Lobby. So, was mussten wir hin? Sieksen Communications Workplace Solution. Workplace Solution. Die große Preisfrage. Sehe ich das irgendwo auf der Karte, wo ich hin muss? Transit Maschinen. Transit. Nee. Na gut, dann müssen wir jetzt einfach mal gucken, ob das hier richtig ist, wenn ich hier hochgehe. So, da drin ist ein Terminal. Wieder was nachlesen. Nein. Plasmaschneider. Den haben wir leider noch nicht. Warum den Plasmaschneider? Okay, das geht auf. So. Ist hier wieder? Ja, no weapons allowed. Oh. Ein Glück, hat es keinen Lärm gemacht. Hier geht nur der Wartungstunnel auf. Ich habe ja auch keine Waffen. Von daher alles gut. Okay, hier kann offenbar das Alien dann irgendwann mal rauskommen. Hier sind irgendwie Leute. Da vorne steht einer. Ich muss wieder leise sein. Zurück! Scheiße! Leute!
Falsche Seite. Kommen wir hier irgendwie rein? Das ist aber ehrlich gesagt nicht. Hier kommen wir nicht durch, ne? Ne, und hier geht's nur wieder raus. Okay. Gehe ich mal wieder zurück. Aber ich muss da, glaube ich, landen. Kann sein, dass ich mich an den vorbeischleichen muss. Ist weg. Okay. Hör mir genau zu. Du musst sofort die Arbeit verlassen. Claire einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Siegsen ein Schiff sendet. Ich habe diesen Typ gesehen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt. Sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurch gesehen. Sprich mit niemandem. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Ich werde, sobald ich kann, zu dir kommen. Rettet die Katze. Ja, das wäre eine Maßnahme, ne? Katze zu retten. Ich wüsste jetzt gerne mal, wo die Troller hin ist. Ich sehe sie aber auch nirgendwo. Ich glaube, die ist weg. Ich werde nur da reinkommen. Okay. Gut, dass sie überall diese Überwachungskanäle haben. Nee, wie heißen das? Wartungsschächte. Was anderes. Okay, ich glaube, sie ist weg. Ich habe keine Ahnung, wo sie hin ist, aber sie ist weg. Neuverkabelung. Hier können wir irgendwas neu verkabeln. Keine Ahnung, was. Irgendwo mal Tech-Support oder Lounge. Hallo? Hier jemand? Nee, ne? Das ist ein Federmäppchen? Nee, das ist eine Dose. Das sah aus wie eine Federmappe. Mit dreckig. Aber wo ist die jetzt hin, die Troller? Ich wüsste ganz gerne, wo meine Feinde sind. Bisschen. Ein ganz kleines bisschen möchte ich das wissen. Ist das zu viel verlangt? Weg. Na gut. Puh. Muss unbedingt meine Karte finden. War doch hier eben. Entweder ist sie hier abgehauen. Ein Zugangsgenerator. Ah. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Okay, Datenzelle finden, um SZG zu reparieren. SZG. Vielleicht wollte sie wie wir einfach nur plündern. Willst du es wirklich riskieren? Ist die. Okay, wir werden sie finden und töten. Sind sie. Da. Aua!
jetzt hinterher? Ich hoffe mal nicht. Wir müssen die Datenzelle finden und das müssen wir scheinbar da machen, wo die gerade hergekommen sind. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Kann ich hier auf die höhere Ebene gehen? Stockwerk. Ah ja. Sieht nämlich genauso aus. Also die sind aus der Lobby gerade gekommen. Ich hoffe mal, dass das da ist. Sucht in den Schatten. Sucht weiter. Sie können nicht weit gekommen sein. Wir haben sie verjagt. Das war's. Geht weg. Ich hoffe mal, die sind jetzt weg. Dass ich euch gefunden habe. Kommt ihr hierher? Kack. Geht weg. So. In. Ab. Wir werden bald schlafen müssen. Ich pack das nicht viel länger. Komm ich jetzt an dem vorbei? Da war einer. Das musste wahrscheinlich geschehen, aber das war deine Idee, nicht meine. Okay, ich komm jetzt da hoch. Wo du bist, bleib, wo du bist, bleib. Was war das? Hey! So offenbar nicht. Boah, wie komme ich denn da hin? Komme ich denn da hin? Okay. Ja nun. Bin ich wieder hier. Oh. Hilfe. Also es hat's echt in sich. Also auf schwer... Ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Auf jeden Fall. Da einfach vorbeigehen können? Ehrlich, die kann mich nicht gesehen haben. Leute, hier drüben! Hier ist jemand! Die kann mich nicht gesehen haben. Gar nicht. Wahrscheinlich geskriptet.
dass man das hier ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Hätte ich keine Chance gehabt. Da hätte ich einfach keine Chance gehabt. Oh Mann. Warum ist denn da dieser doofe Typ da oben? Ich dachte, ich kann da einfach oben lang gehen. Ach, scheiße. Oh, shit. Peter, nicht SWO mit dem Typen rum. Du sollst die Katze fressen. Ja. Also Frieda, so nicht so mit dem Typen. Ja, ich muss erstmal die Katze finden, um sie retten zu können. Es tut mir ja leid. Pass auf, das ist geskriptet. Geskriptet. Sobald ich hier irgendwo über eine magische Linie. Bleib nicht so weit! Siehst du? Scheiße! Leute, hier drüben! Hier ist jemand! Ich sag doch, das ist geskriptet. Aber ganz ehrlich, was muss ich denn dann machen? Ich muss doch da oben hin. Ich muss doch da oben hin, um dieses Ding zu holen. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Eine Datenzelle. Nur. Das Schlimme ist, ich krieche ja hier schon die ganze Zeit, ne? Also ich bin ja geduckt. Lauf ja geduckt rum. Küche. Komme ich in die Küche rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist jetzt mein Problem. Der Typ, der läuft die ganze Zeit da oben rum. Und ich muss da irgendwie an dem vorbei. Glaube ich zumindest, dass ich nach da hinten muss. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das auch schwer. Warum? Warum mache ich das? Unglaublich, die haben ihn einfach erschossen. Hier ist alles so schnell außer Kontrolle geraten. Ich habe das Gefühl, das ist nicht richtig, was ich mache. Nur mal so, ich will nur mal gerade schauen. Könnte ich, wenn ich wollte. Man könnte es, okay. Weil es soll ja nicht zum massiven Frust ausarten. Das soll es ja nun wirklich nicht. Wenn es dann irgendwann zu doof wird und ich dann irgendwie nicht weiterkomme, weil ich die ganze Zeit nur abgeknallt werde, dann wird sich ein Schwierigkeitsgrad ändern, solange
Bleiben wir aber bei schwer. Ich weiß gerade, wie gesagt, nicht so richtig, wo ich danach hin muss. Mal mit alles hier. Hör mir genau zu. Du musst sofort die Arbeit verlassen. Claire einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Siegsen ein Schiff sendet. Kann ich das irgendwie abbrechen? Ich habe diesen Typ gesehen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt, sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurch gesehen. Sprich mit niemandem. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Ich werde, sobald ich kann, zu dir kommen. Ich muss mich jetzt erstmal gerade nochmal fix hier ein bisschen umgucken, damit ich überhaupt weiß, wo ich dann hin muss. Ich weiß nämlich nicht, ob ich nach da oben muss. Geh mal gerade schauen. Ah ja, Neuverkabelung. Vielleicht muss ich irgendwas neu verkabeln. Ah. Luftreinigung, Lautsprechersystem. Das geht nicht. Instabiles System. Luftreinigung. Keine Ahnung, was das bringen soll. Irgendwas wird's. Ah, guck mal. Ich habe die Luftreinigung gerade ausgemacht. Jetzt qualmt das hier wie Sau. Ah. Kann ich das hier drüben auch machen? Wie ist das? Krass, wie schnell das da drüben alles zugenebelt ist, nur weil ich die Luftreinigung ausgeschalten habe. Hier ist nochmal so ein Terminal. Ich muss wirklich mit seiner Umgebung interagieren. Das ist echt heftig. So. Instabiles System. Luftreinigung. Ich glaube, hier nebelt es wieder zu, ne? Genau. So. Boah. Ich habe das gute Gefühl, wenn wir das machen, werden wir nicht mehr oder weniger gesehen. Mal nochmal hier. Also hier oben darf ich auf jeden Fall nicht sein, in diesem Raum, weil der ist sauber. Hier hinten scheinbar aber auch nicht, weil hier ist auch sauber. Ah, hier ist nochmal so ein Ding. Oh. Okay, Luftreinigung. Aus. Aber ich mache sie ja an. Ich mache die Luftreinigung an, um hier Qualm zu erzeugen. Ist interessant, aber gut. Wer bin ich, um das in irgendeiner Art und Weise in Frage zu stellen? So, das Ding haben wir angemacht. Genau. Okay, dann gucken wir mal nach unten. Weil hier unten nebelt es nämlich noch nicht so schön. Gibt es hier auch nochmal so ein Gerät? Was wir denn da in irgendeiner Art und Weise für unsere Zwecke missbrauchen können. Wie wär's? Hier so ein Teil? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das ist wirklich nur dafür da, dass man dann schnell nach oben rennt und sich oben in diesem Nebel sozusagen versteckt. Hier überhaupt noch Nebel? Ja, gar kein Nebel mehr. Hä? Kann ich immer nur eins von den Dingern anmachen, oder was? Ich kann, glaube ich, immer nur eins von den Teilen anmachen. Ich gucke mal gerade, wo dieser Lüftungsschacht hinführt. Der führt nach unten. Okay. Wo komme ich hier raus? Hallo? Gehen Sie auf? Ah ja, da hat er den Bereich noch nicht geladen. Ist jetzt die Preisfrage, muss ich hier? Keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall wieder so ein Terminal.
Revolver-Munition. Sehr gut. Ich habe schon mal Munition gefunden, aber ich habe noch keine Knarre. Ja, dann gehen wir wieder rein. Probier's nochmal. Komme ich denn jetzt überhaupt da hoch? Ja. War echt die Preisfrage. Wo muss ich dann hin? Wie gesagt, ich habe immer noch die Befürchtung, hier den Aufzug zu Sixen Communication. Das ist hier. Und scheinbar... hier ist das Ding. Okay, ich renne da nach oben. Ein Zugangsgenerator. Sie versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. So, ich weiß nicht, ob ich mit dem Ding jetzt schon was anfangen kann. Aber ich glaube nicht, dass ich hier schon weiterkomme, ne? Nein, Plasmaschneider benötigt. Ich muss wirklich da auf. Muss ich wirklich da hoch? Oh, scheiße. Wie komme ich denn da hin? Da, wo die Typen rauskommen, ne, muss ich hoch. Das kann ja was werden, ey. Warum nochmal spiele ich das auf schwer? Warum? Warum bin ich so bekloppt? Ja, weil du das wolltest, ist mir schon klar. Hier irgendwie... Vielleicht muss ich da drüben einfach... Vielleicht muss ich die Systeme einfach nach und nach einschalten, diese Rauchsysteme. Wir schaffen es, das verspreche ich. Moment. Hey! Wie viel fucking Pech muss man denn haben, dass ausgerechnet dann, wenn ich da hin will, ein Typ hochkommt? Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Ja, da hat er in die Röhre geguckt. Das ist richtig. Oh, das kann ja heiter werden. Ey, wenn ich jetzt hier an so einer Billo-Stelle schon die ganze Zeit versage. Ey. Ich möchte nicht wissen, wie es an anderen Stellen dann aussieht. Hier ist die Tür verschlossen. Ich gucke mich gerade hier nochmal um. Aber hier ist eigentlich auch nichts mehr. Oh, fuck. Weg. Leute, hier drüben! Hier ist jemand! Ja! So, ich sammle erstmal wieder das ganze Zeug ein. Ich müsste das irgendwie anders machen. Na, heb auf. Ich muss das irgendwie anders machen. Ich muss irgendwie... Ja, wie mache ich das am blödsten? Wie mache ich das am blödsten? Vielleicht muss ich die auch irgendwie hinterrücks ausschalten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So, ich mache das mal hier aus und mache die Luftreinigung. Netzwerkkapazität 1 von 3. So, jetzt nebelt das nämlich hier. Und ich habe einfach mal die Hoffnung... dass ich mich dann da oben verstecken kann. Ein Zugangsgenerator. Ja. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Er ist hin, aber es dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Ja. Probieren wir mal. Okay. Wir werden
war unten. Siehst du was? Ist euch aufgefallen, dass es kälter wird? Jarvis. Die ganze Station ist ein Wrack. Wir haben nur getan, was wir mussten. Oh Goddammit, warum kommt denn dieses Arschloch da um die Ecke? Oh Mann. Ah. Ausgerechnet, dann kommt der Typ um die Ecke. Das ist doch echt zum Mäusemelken. Aber ich bin schon mal bis da vorne hingekommen. Das war schon mal sehr gut. Das war schon mal etwas. Wenn ich noch einmal dieses blöde Gelaber hören muss, dann werde ich, glaube ich, wahnsinnig. Duckt sich automatisch hin. Ich dachte jetzt einfach mal, ich bleib mal stehen, aber sie hat sich automatisch geduckt. Ja, gut, warum auch nicht. Hallo, nimm. So, das nehmen wir alles mit. Das nehmen wir mit. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich mache jetzt einfach mal hier oben nochmal das Ding an. Ich darf halt wirklich nicht zu schnell da vorlaufen, ne? Also das ist aus. Luftreinigung. Das ist halt echt der Tod des Ganzen. So, jetzt nebelt das hier wieder. Ich muss mich dann irgendwie wahrscheinlich hier erstmal verstecken. Oder vielleicht bis hier vorne. Ich weiß nicht. Vielleicht kann ich auch rennen. Ich glaube zwar nicht. Mal gucken. Ein Zugangsgenerator. Yeah. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Ja. Yeah. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Nein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Okay. Wir werden sie finden und töten. Das werdet ihr nicht. Hier lang! Sie war unten! Siehst du was? Hey, durch den Nebel sehen sie einen nicht. Zum Glück bin ich nicht allein. Durch den Nebel sehen die einen nicht. Aber wenn dieser Lutscher da oben jetzt gleich wieder da ist. War das einer von euch? Falscher Alarm. Nein, da hat sich nichts bewegt. Hören Sie auf zu schießen, Sie Arschloch. Hey, ich glaube, sie ist nach unten. Na los. Nein, 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 nein. Ich gehe da nicht runter, kommt nicht in Frage. Sie hat einen Hacker. Das hat nicht funktioniert. Was war das? Das jetzt? Hat's aber ordentlich gerumpelt. Oh, wir haben es geschafft. Einmal getroffen worden, naja. Oh, leck mich, das gibt's nicht. Warum? Warum zum Teufel tue ich mir das an? Wieso lasse ich mich immer zu so einer Scheiße überreden? Erst Gothic und jetzt den Schwierigkeitsgrad. Ach. Verdammt nochmal. Ich soll damit aufhören.